Hallihallo, eine weitere Episode meines Mathe-Tutorials. In dieser Episode geht es weiter mit Vektorräumen. Zunächst mal eine Sache, die ich in der letzten Episode leider ein bisschen verpennt habe. Das hätte ich euch noch sagen sollen, wie man das Ganze dann eben nennt. Dieses Gebilde hier mit der abelschen Gruppe und dem Körper nennt man dann einen Vektorraum. Vektorraum über K. Wobei man dieses über K meistens sogar weglässt, wenn klar ist, dass k die reellen Zahlen zum Beispiel sind, dann spricht man einfach nur von einem Vektorraum, weil jeder weiß, hey, da gehören die reellen Zahlen jetzt dazu. Gut, jetzt geht's zu der Addition von zwei Vektoren. Das ist ganz einfach. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal zwei Vektoren hätten, 5 und 9, und wir addieren daran einen anderen Vektor mit 3 und 2. Dann kommt da am Ende einfach raus, ganz stupide, zählen wir die ersten zwei Zahlen zusammen hier oben. Das ist dann einfach eine 8. Und da unten zählen wir auch zusammen. Das ist dann eine 11. Und dann war es das im Prinzip schon. Das ist im Prinzip schon das ganze, in Anführungsstriche, Geheimnis der Addition von zwei Vektoren. Also es ist wirklich total billig. Wir zählen einfach die ersten zwei zusammen und die zweiten zusammen. Wenn wir dann später auch noch in den R3, also in den dreidimensionalen Raum kommen, und beliebig können wir das auch noch weitermachen mit vierdimensional, fünfdimensional, können wir uns dann zwar nicht mehr vorstellen, aber die Mathematik gibt uns die Möglichkeit, damit trotzdem zu rechnen. Wenn wir also im dreidimensionalen dann sind, dann 3, 5 und ja, auch wieder die 9 plus 1, 2, 3. Dann ist das genau das gleiche. Also wir haben hier dann 4, einfach die oberen 2 zusammengezählt, dann die in der Mitte, das ist die 7 und das untere dann, das ist dann die 12. Das ist schon wirklich alles gewesen, was man eigentlich zu der Addition sagen muss. Man kann das jetzt noch grafisch zeigen. Was denn dann passiert genau? Naja, ja, mache ich einfach mal, allerdings mit kleineren Vektoren. Ich nehme mal, zunächst mal muss ich wieder ein Koordinatensystem zeichnen. Das wird wieder spannend. Ich kann. So, wenn ihr hier keine geraden Linien seht, dann solltet ihr vielleicht aufhören, Alkohol zu konsumieren, weil die sind wirklich absolut gerade. Wer was anderes sagt, lügt. So, gucken wir uns zum Beispiel mal zwei Vektoren an, also zum Beispiel den hier. Das wäre dann der Vektor 2, nee, doch, nee, 3, 2, so, 3, 2. Und zum Beispiel mal diesen Vektor hier, das wäre der Vektor 1, 1, 2, 3, 4. So, und wenn wir die eben addieren zueinander, dann, das mache ich mal hier zum Beispiel, 1 und 4 plus 3 und 2, das ist das gleiche wie 4 und 6, zählen wir ab, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann kommen wir auf diesen Vektor, so, das ist eben 4, 6. Und diesen Vektor können wir uns auch so vorstellen, als dass wir zuerst diesen Vektor nehmen, also das 1, 4, den Vektor, und dann an diesen eben den anderen so verschieben, dass der Ursprung jetzt plötzlich hier ist und von dem dann eben der Winkel darüber gemacht wird. Also dieser Vektor und dieser Vektor sind wieder identisch, die sind nur wieder eben in der Darstellung verschoben. Aber das ist eben genau der gleiche Vektor. Gut, das war's im Prinzip wieder schon wieder ja, zu dieser Episode und zu der Addition zweier Vektoren. Eine Kleinigkeit will ich noch kurz erwähnen. Wir haben hier ja den R2. R2, also es handelt sich hier um ein zweidimensionales Koordinatensystem und da spricht man dann einfach davon, dass dieser Vektorraum eine DIM von 2 hat. Also DIM steht eben für Dimension und ganz klar, dieser Vektorraum hat eine Dimension von 2, denn wir können in zwei Richtungen oder beziehungsweise eigentlich sogar in vier Richtungen, aber ihr wisst ja, was eine Dimension ist, das muss ich denke ich nicht erklären. Deswegen schreibt man hier einfach DIM von 2. Gut, das war's wieder zu dieser Episode und zu den Vektorräumen. Ich hoffe, es hat wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal.